Nachdem wir uns bei unserem Schweden-Trip 2015 viel länger als geplant im wunderschönen Camp Grimsby am Stora Bör aufgehalten haben und dort gepaddelt und gesegelt sind, ziehen wir jetzt doch nochmal ins Nachbarrevier auf die Dalslandseen. Das geht ganz einfach, denn nur wenige Kilometer vom Camp Grimsby entfernt befindet sich mit dem Sillebotten ein wunderbarer Einstieg. Wir lassen unseren Wohnwagen einfach auf Camp Grimsby auf einem Parkplatz kostenlos stehen, packen unseren Krempel, unsere zwei Luftboote samt Zeltgepäck in einen PKW und treffen dort für diese letzte neuntägige Kanutour auch unseren alten Freund Raimund Pinder aus Merzig im Saarland, wo Raimund den Outdoorladen grenzenlos betreibt. Dort haben wir uns erstmals und einzig vor 15 Jahren gesehen bei Lichtbildvorträgen, die ich dort in der Stadt Dillingen gehalten habe. Raimund hat in einem YouTube-Fotoclip von mir mit Fotos von früheren Skandinavienreisen erfahren, dass wir, Samira und ich, 2015 nach langer Abstinenz wieder mal eine Schwedenreise planen und sich mit uns zu einem Zwischenstopp verabredet. Eigentlich ist er auf dem Weg in die Femund-Rocken-Region und möchte uns aber unbedingt wiedersehen und mit uns auch gemeinsam eine Runde paddeln. Wir sind sicher, dass das klappt, obwohl Raimund ein schnittiges Seekajak benutzt und damit sicher viel, viel schneller ist, wie wir in unseren Grabner Luftkajaks. Doch alles klappt viel besser als erwartet. Raimund passt sich unserer Paddelgeschwindigkeit in unseren Luftbooten an, nimmt sein Seekajak etwas zurück und mit diesem erfahrenen Outdoorer haben wir die kommenden Tage sehr viel Spaß. Wir verstehen uns beinahe blind und haben immer wieder nette, interessante Unterhaltungsthemen an den abendlichen Lagerfeuern. Das ist ein eigenartiges Team mit diesem Boot und diesen Gummiwürsten hier im Team. Aber auf jeden Fall ist es fotogen und das ist schon mal gut. Mit unserem Wechsel des Paddelreviers ändert sich auch das Paddelwetter. Das heißt, das langtägige, über zwei Wochen andauernde Skandinavienhoch wird nun durch eine Gewitterfront beendet und die nächsten Tage wird das Wetter äußerst wechselhaft, regnerisch, stürmig und eben anders. Und es dürfte alle Leute verwundern, aber uns freut das. Bei schönem Wetter paddeln, das kann jeder, das artet in Urlaub aus, das macht leichtsinnig, man vergisst seine Ausrüstung und sonst was. Aber diesmal bei dieser Tour geht es zur Sache und wir müssen alle Register ziehen, um hier unterwegs zu sein. Sprich, erfolgreich unterwegs zu sein und das bedeutet, dass unsere wichtigen Ausrüstungsklamotten, Schlafsäcke, Kleidung, Zeltinnenteile und so weiter immer und in jeder Lage trocken bleiben müssen. Dieser radikale Wetterwechsel führt natürlich auch zu einer Änderung des Gesamtbildes. Der Himmel sieht anders aus, die Wälder sehen anders aus, das Regentab wird zum Hauptausrüstungsgegenstand und insgesamt wird dieses Ding dramatischer und das fotografiere und filme ich auch gerne. Jedenfalls als Kontrast zum manchmal langweilig werdenden, immer blauen Himmel. Aber was erzähle ich hier? Du bist ja dabei, mittendrin, siehst selbst, was nun abgeht. Eine nun notwendig werdende Gewitterpause benutzen wir gleichzeitig zum Pinkeln und als Essenspause. Das gefällt uns. Und unseren zwei treuen, lauffreudigen Hündinnen, Luzi und Fly, natürlich auch. Ja.
grün war die, richtig grün. An diesem ersten gemeinsamen Paddeltag mit Neufreund Raimund ziehen immer wieder neue Gewitter- und Regenfronten über uns hinweg und einmal benutzen wir auch schon mal das Tarp. Das ist gar nicht schlecht, denn dieses Ding brauchen wir noch öfters und je schneller wir es aufgebaut haben, je besser es sitzt, umso schöner ist unser Wohnzimmer. Unser Outdoor-Wohnzimmer, das später auch immer wieder mit einem offenen Kaminfeuer versehen wird und die Sache es trotz Dauerregen immer wieder sehr komfortabel und gemütlich werden lässt. Wie man hier sehen kann, können die üblichen Windwellen auf dem großen Östrasinen unseren kippstabilen Luftboden von Grabner nichts anhaben. Zu keinem Zeitpunkt dieser abwechslungsreichen und oft sehr stürmischen Dalsland-Kanutour kommen wir trotz Hunden an Bord in Kentergefahr. Die Boote sind einfach sicher und das gefällt uns. Würden wir hier unsere Festschalen zweier Kajaks benutzen, dann könnten wir weder die Hunde ruhigen Gewissens mitnehmen, noch könnte ich so viel filmen und fotografieren. Dann dürfte man das Paddel nicht aus der Hand lassen, wie es gerade bei Raimund Pinder zu sehen ist. Während unserer gesamten Schwedentour 2015 finden wir auch heute zur gegebenen Zeit einen wunderschönen, idealen, wilden Biwakplatz. Das traditionelle schwedische Jedermannsrecht erlaubt auch heute noch Kleingruppen das Übernachten in freier Wildbahn, sofern man nicht andere Leute oder Privateigentümer stört. Im unter Kanuten aus aller Welt sehr beliebten Dalsland-Kanurevier gibt es mehr als 100 offizielle Biwakstellen mit Schutzhütten, Feuerstellen und gelegentlich sogar mit Toiletten und Feuerholz. Doch diese sind kostenpflichtig, werden täglich von Rangern besucht und kontrolliert. Und wir ziehen es vor, uns doch lieber wieder ins Abseits abzuseilen und uns dort ungestört aufzuhalten. Und in der Tat, wir werden auch die gesamte Schwedentour 2015 von niemandem und nichts bei unserem nächtlichen Übernachten mitten in der Wildnis gestört. Aber natürlich waren und sind wir nicht die Einzigen, die ihren Fuß auf solche wilden Biwakplätze setzen. Nein, wildes Biwakieren hat in Schweden so viel Tradition, wird so lange und so oft praktiziert, dass man solche Biwakplätze schon erkennt, sieht und dass sie schön gepflegt sind und in der Regel zu 99% auch keinen Müll oder sonstige Abfälle enthalten. Die Schweden wissen ihre wunderbare Natur und die ihnen gewährte Freizügigkeit zu schätzen und so vermeiden sie jegliche Zerstörung oder Unmöglichmachung der Benutzung solcher Plätze und wir tun es ihnen nach.
lernst dann ja auch dann. Helm ist unten. Es dürfte jedem klar sein, dass man mit bester Ausrüstung ausgestattet sein muss, wenn man auf diese Art und bei diesem Wetter unterwegs sein will, wie hier gezeigt. Die Fortsetzung dieser Aktion folgt im nächsten Clip.